habe jetzt die Freude, euch alle herzlich zu begrüßen bei Rätalks. Rätalks wird noch nicht allen ein Begriff sein, aber das ist inzwischen die 8. Talkshow, die wir veranstalten. Wir haben vor 1,5 Jahren angefangen, noch in etwas kleinerer Runde. Und wir sind jetzt mit der 8. Talkshow zum ersten Mal hier auf der InnoTrans. Ging auch noch nicht früher, muss man dazu sagen. Aber das heißt jetzt ein bisschen anderes Setup. Ich hoffe, es sind viele neue Gesichter auch dabei und wir wollen euch heute eine spannende Diskussion bieten zum Thema RailSchool, wie der Teaser auch gerade schon verraten hat. Vielleicht vorher noch ganz kurz zu RailTalks. RailTalks ist ein Partnernetzwerk, was wir aufbauen mit vielen Startups. Inzwischen sind 28 Unternehmen dabei, nicht nur Startups, sondern auch Eisenbahnunternehmen, Beratung, Kompetenzpartner und so weiter. Wir arbeiten auch inhaltlich an vielen innovativen Themen und haben uns verschiedene Themenfelder gesetzt, an denen wir arbeiten wollen. Und eins von den Themenfeldern ist auch das Thema Rail Talents, also Schienentalente, Nachwuchskräfte. Und das ist auch das heutige Thema. RailSchool und die Frage dahinter, die wir unseren Panelisten stellen, ist, wie sieht denn eigentlich das digitale Klassenzimmer der Zukunft aus? Weil wenn wir mehr Bahnexperten und Bahnexpertinnen brauchen, dann brauchen wir vermutlich auch, wenn man den Fachkräftemangel sich anguckt, auch vernünftige digitale Klassenzimmer. Also wir müssen uns die Frage stellen, wie begeistern wir die Leute vom Sektor, dass sie überhaupt Lust haben, zu uns in die Schiene zu kommen. Also hier sind wir jetzt sehr, sehr viele. Aber wenn man rausgeht, dann gibt es, glaube ich, noch viel zu tun. Und die zweite Frage ist, wie sieht denn so ein digitales Klassenzimmer am Ende aus? Wie arbeiten wir denn zukünftig in der Ausbildung beispielsweise? Auch eine große Fragestellung. So, und das wollen wir heute diskutieren. Wir haben spannende Panelisten eingeladen, eine Stunde Zeit. Und ich würde jetzt gerne mal die Panelisten begrüßen und Carola Ferste vor allem erstmal begrüßen. Carola, vielen Dank, dass du wieder da bist. Komm gerne auch schon mal auf die Bühne. Ich übergebe gleich an dich. Ja. Wer die Carola noch nicht kennt, auch gerne einfach mal googeln. Carola ist auch Finanzexpertin mit eigenem Blog und eigenem Buch und YouTube-Kanal. Und hat aber vor einem Jahr auch ihr Faible für den Railsektor entdeckt und ist jetzt zum 6. Mal mit uns dabei und moderiert RailTalks. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder Zeit hast und dabei bist. Und vielleicht machen wir es einfach so, dass die Panelisten auch nochmal auf die Bühne kommen jetzt. Die 5 Kollegen und Kolleginnen. Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf der InnoTrans 22 aus Berlin zu den RailTalks. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema natürlich für euch wieder vorbereitet. Es geht um RailSchool. Wie gestalten wir das digitale Klassenzimmer für die nächste Generation von Bahnexpertinnen? Und für dieses Thema habe ich mir natürlich einige spannende Expertinnen eingeladen, denn worum geht's? Bis 2030 soll sich der Verkehr auf der Schiene verdoppeln und gleichzeitig stehen wir im Bahnsektor vor einer riesigen Herausforderung. Fehlendes Personal im operativen Bereich. Auf 100 offene Stellen kommen aktuell 25 arbeitssuchende Lokführerinnen. Und der demografische Wandel, der verschärft diese Situation natürlich in den kommenden Jahren noch weiter. Das Durchschnittsalter der Lokführer bei der DB beträgt 50 Jahre. Wie schaffen wir es also nun, Menschen in der Berufsausbildung oder auch Quereinsteiger für den Lokführerberuf zu begeistern? Wie müssen vor allem die Ausbildung und Lernkonzepte dabei aussehen? Genau das soll heute unser Thema sein. Und ich freue mich ganz besonders, meine Gäste bei mir begrüßen zu dürfen. Sabine Juchem ist bei mir. Sie ist seit 2018 in der EVU Betriebsleitung und seit 2021 bei der Eisenbahndienstleister GmbH in der Schweiz als Betriebsleiterin tätig. Schön, dass du da bist. Neben ihr haben wir Dr. Olaf Radand, Senior Manager bei Ginkgo Management. Das ist eine Consulting-Firma und gleichzeitig unterrichtest du auch noch an der SRH University of Applied Science und du kümmerst dich um das Thema Management, Führung und Organisation. Wir haben bei uns Steffen Bobsin. Er ist weltweit verantwortlich für Locomotives und Passenger Coaches bei der Siemens Mobility. Und Larissa Zeichert ist bei uns. Sie leitet gemeinsam mit der Schwester das Berliner Familienunternehmen LAT und sorgt rund ums Gleis für digitale und analoge Infrastruktur. Und zu meiner Rechten Siegfried Büttner, Manager Digital Transformation beim Startup Menlo 79 und selbst 8 Jahre lang Triebfahrzeugführer. Er ist als Quereinsteiger zur Eisenbahn gekommen und jetzt ist er dann auch als Ausbilder tätig. Also der Mann aus der Praxis. Schön, dass ihr alle da seid. Und wenn wir uns heute über Fachkräftemangel oder über
Mangel an Auszubildenden beklagen. Ist das wirklich überraschend? Ich gebe das jetzt mal in die Runde. Sabine, wir beginnen mal mit dir. Ich finde, es ist überhaupt nicht überraschend. Es ist nicht nur ein Thema der Eisenbahnbranche. Wir haben grundsätzlich ein Thema mit Ausbildung. Wir waren alle viel zu spät. Keiner hat das erkannt und leider nicht für den Nachwuchs gesorgt. Aber ich denke, das war absehbar und man hätte viel, viel früher die Zeichen der Zeit erkennen müssen. Ja, genau. Also eigentlich ist es eher überraschend, dass nicht so wenig passiert ist in den letzten Jahren, weil eigentlich ist das eine mathematische Konstante, die man seit 15 Jahren weiß, wie die Demografie sich entwickelt, wahrscheinlich sogar noch länger. Und von dem her stehen wir jetzt da, wo wir jetzt sind und müssen halt dann jetzt viel mehr investieren, mehr viel Zeit opfern, um halt die Branchen, es sind ja alle Industrien, noch zu retten und in 10, 20 Jahren überhaupt noch die Arbeit, die wir jetzt heute haben, so fortführen zu können, wie wir sie gerade haben. Also von der Perspektive des Techniks kann ich natürlich nur behaupten, dass die Begeisterung für Loks es nicht sein kann. So würde ich es mal formulieren, der Fachkräftemangel. Es gibt keine schönere Technik als Loks, das würde ich behaupten, als derjenige, der sie weltweit verkauft. Aber wir haben natürlich ein demografisches Thema. Und wir haben auch das Thema, insbesondere in Europa, der nationalen Verordnung. Also die Länder, die sozusagen Lokomotiven in verschiedenen Ausführungen betreiben, haben auch unterschiedliche Ausbildungsnormen und das ist ein Problem. Oder ich nenne es Herausforderung, die wir lösen können. Und positiv gesehen, wenn ich hier so ins Publikum gucke, ist es sehr gut besucht, das Interesse ist da, wir sind bunt gemischt. Ich glaube, wir finden Lösungen. Ich finde, Ausbildung ist Zukunft und ohne Ausbildung gibt es keine Zukunft. Das wäre ja schon fast ein Schlussstatement, aber das wollen wir natürlich als Anfangsstatement hier nehmen. Und wir haben uns auch mal umgehört. Wir haben also tatsächlich bei den Lokführern nachgefragt, was sie diesen Job ausmacht, was das Besondere eigentlich ist. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich glaube, wir rutschen ein bisschen vom Monitor weg, damit alle mit reinschauen können. War es immer sehr attraktiv bei der Eisenbahn zu wissen, dass ich im Endeffekt viel von der Welt sehen kann, viel rumkomme und neue Menschen kennenlerne, aber halt auch im Endeffekt die Möglichkeit habe, mich innerhalb der Branche gut weiterzubilden und halt auch einen sehr zukunftssicheren Beruf zu haben, der nach wie vor sehr, sehr gefragt ist. Die Bahnbranche ist meiner Meinung nach attraktiv, weil es halt um Technik geht, aber weil es auch darum geht, etwas zu bewegen. Und das merkt eigentlich jeder in seinem Beruf bei der Bahn, weil jeder in irgendeiner Form was dazu beiträgt, dass am Ende Züge gefahren werden. Ja, und damit halt, dass halt eben ja, Personen befördert werden oder halt Güter transportiert werden. Ne? Also man hat immer eine ziemlich direkte Vorstellung davon, was man selber zu dem ganzen System beiträgt. Ja, und wenn man jetzt mal auf die Beschäftigung an sich schaut, die Eisenbahn, die wird es auch in 150 Jahren geben und die Nachfrage nach Schienenverkehrsleistungen ist gerade im aktuellen Zeitgeist so hoch wie wahrscheinlich nie zuvor. Von daher muss sich da grundsätzlich erstmal niemand Gedanken darum machen, dass eventuell seine Arbeitsstelle irgendwie auf der Kippe steht. Ja, und mit der großen Nachfrage kommt auf jeden Fall generell eigentlich ein sehr gutes Lohnniveau. Das macht die Eisenbahnbranche attraktiv. Ja, das gute Geld. Also wenn man die jungen Leute dann dafür begeistern will, genau dort zu arbeiten, dann muss halt als allererst die Qualität überhaupt stimmen des Produkts, also dass halt die jungen Leute auch erstmal zufriedene Kunden sind. Und da, wo die Eisenbahn überhaupt keine Rolle spielt im ländlichen Raum, da muss auf jeden Fall die Kommunikation in die Fläche geweitet werden. Da muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es Eisenbahn gibt. Und da, wo die Eisenbahn halt langfährt, da muss die junge Generation eingeladen werden, Teil davon zu sein. Also da müssen Schnuppertage gemacht werden, Tage der offenen Tür oder auch Möglichkeiten geschaffen werden, einfach und unkompliziert mal einen Einblick zu bekommen in die Berufsmöglichkeiten bei der Bahn. Ja, mehr Marketing, ne? Mehr Marketing einfach.
Weil die jungen Leute wissen ja heutzutage gar nicht, was sie machen sollen. Da muss man sie mal in die Hand nehmen und dann mal das Berufsbild mal ein bisschen näher beibringen. Die Ausbildung ein wenig einfacher zu gestalten, wäre es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass man noch weiter auf die Digitalisierung bei der Eisenbahn drängt, dass man halt auch im Endeffekt wirklich in der Ausbildung schon von überall aus lernen kann, dass man zum Beispiel eine Handy-App hat, um halt einfach nochmal kurze Fragen durchzugehen, in Form von einem Quiz vielleicht oder ähnliches, dass man da halt einfach noch flexibler wird, dass man auch wirklich von überall aus mal schnell lernen kann, auch wenn es nur 10 Minuten sind, einfach nochmal ein paar Fragen durchgehen kann. Das wäre, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, weil es halt wirklich noch oder weil es halt einfach sehr, sehr viel Stoff ist, den man in kurzer Zeit erlernen muss. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass in Zukunft mehr ausgebildet wird bei der Eisenbahn. Aber trotzdem ist es wichtig, dass dabei auch weiterhin die Qualität der Ausbildung auf einem hohen Niveau gehalten wird. Und was auch weiterhin ganz wichtig ist, ist, dass die Praxis nicht zu kurz geschnitten wird. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Jeder Praxistag ist auf jeden Fall ein Türöffner zu vielen theoretischen Themen und vieles lässt sich dann viel besser lernen, wenn man es eben vorher in der Praxis schon mal irgendwo gesehen hat, selbst wenn es damals noch in keinem Zusammenhang stand. Also ändern sollte sich definitiv, dass das mehr praxisbezogen ist, ne? Weil man 9 Monate durchgehend nur Theorie reingepresst bekommt und in der Schule und die Realität sind 2 Paar Schuhe und genau, das wäre ein Kritikpunkt, wo ich sage, da sollten sie mehr einen Schwerpunkt, Fokus drauf legen. Dann kommt mal alle wieder zu mir und jetzt haben wir natürlich noch einen Praktiker hier gleich neben mir stehen, deshalb frage ich da mal nach, du bist auch Quereinsteiger. Ja, warte, was hat dich dazu bewogen, damals dann wirklich auch einzusteigen? Die Aussicht auf eine Festanstellung, weil mit 58 war man 2012 alt, da wollte einen niemand mehr haben. Und da gab es also nicht so viele konkrete Zusagen und Geschäftsfelder. Ich selber komme aus dem Transportwesen, von der Lkw-Schiene her, bin Speditionskaufmann. Und da hat es also gut zu mir gepasst und es hat mich interessiert. Das heißt 2012, das sind ja auch schon 10 Jahre. Wie sah deine Ausbildung damals aus? 12 Monate bei der MEV, Theorie und Praxis. Praktisch, ja, ganz normale Lokführerausbildung als Quereinsteiger. So, und wir wollen ja jetzt heute natürlich darüber sprechen, wie man also gerade auch junge Leute dafür begeistern kann, eben diese Ausbildung zu machen. Du sagst damals, ich war Quereinsteiger, hatte nicht so viele Angebote. Das war ja in gewisser Weise dann auch ein bisschen eine Notsituation. Aber heute, die jungen Leute, die können sich natürlich aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Deshalb gebe ich mal jetzt die Frage auch in die Runde weiter, vielleicht auch Sabine an dich. Wie sieht denn die Ausbildung jetzt aktuell aus, die dann auch junge Leute ansprechen soll? Wie zukunftsfähig ist sie denn schon? Die Ausbildung, also wir müssen natürlich auch uns klar werden, dass die klassische Lokführerausbildung, also ich kann nicht hingehen und werde einfach mal nur Lokführer. Entweder brauche ich vorher schon eine technische Ausbildung oder ich mache die klassische EIB-Ausbildung, die aber derzeit, soweit ich weiß, nur die DB anbietet. Ein kleines EVU ist dazu gar nicht in der Lage, die ganzen Facetten abzubilden. Dann darf man natürlich auch erst ab 21 fahren. Also das heißt, wenn wir Schulabgänger nach der 10. Klasse ansprechen, ist das eigentlich nicht unbedingt die richtige Gruppe. Aber ich bin, wie der eine Lokführer schon sagte, wir müssen das als Schnuppertage, wir müssen uns öffnen, wir müssen zeigen, was wir machen, was wir können und welche Perspektiven man bei der Eisenbahn hat, weil die sind in meiner Einschätzung unbegrenzt. Also ich kann Lokführer, ich kann Wagenmeister, ich kann nachher in die Disposition gehen, in die Planung. Also ich habe ganz viele verschiedene Möglichkeiten auch zu sagen, okay, ich mache jetzt mal das und entwickle mich in der Eisenbahn in ganz vielen verschiedenen Facetten weiter. Aber wenn man das hier auch auf der Messe jetzt sieht, ich meine, das Thema Marketing wurde gerade ja auch im Beitrag angesprochen, es würde zu wenig gemacht, um diesen Job auch zu zeigen, um es attraktiv zu machen, sich damit zu beschäftigen. Also ich sehe hier ganz viel Marketing im Grunde genommen. Also wird denn nicht tatsächlich einiges gemacht? Larissa, du schüttelst den Kopf, deshalb reiche ich dir gleich mal das Mikro. Ich glaube, wir müssen auch unter uns ehrlich sein und es reicht einfach nicht, die zu erreichen, die schon da sind. Und deswegen nicht nur Marketing, am Ende eine gute Anzeige überzeugt, aber um da zu bleiben,
dürfen wir nicht länger diesen Status haben, dass ich in den Zug einsteige und denke, ich gehe in ein Museum. Also Technik wurde ja auch gesagt, natürlich müssen die Züge modern ausgestattet sein. Nur noch eine Ergänzung auch zu den Ausbildungsberufen. Wer sich mal die Ausbildungsschulen angeschaut hat, da fällt auch schon der Putz von der Decke. Ja, ist jetzt nicht der Zukunftsort des Lernens. Und wir konkurrieren ja da auch mit anderen Branchen. Wir dürfen uns davor nicht verstecken. Ich würde noch mal was zum Thema Technik sagen. Und Sie haben eben etwas ganz Richtiges gesagt, was ich auch beobachtet habe. Es gibt Grundvoraussetzungen, diesen Beruf des Lokführers zu erlernen. Schränken wir uns damit nicht ein, wenn wir sagen, du musst schon eine technische Ausbildung haben, dass du Lokführer sein darfst und eine Ausbildung machen darfst? Wir beschweren uns über Fachkräftemangel, aber öffnen diese Berufsausbildung eben nicht für alle Bereiche der Gesellschaft, Punkt 1. Um einzuhaken, du musst 21 werden, um mitzumachen. Also ich meine, wer von denen draußen hat doch schon den Weg entschieden mit 21? Aber du darfst dieses geile Gerät nicht fahren, bevor du 21 bist. Der zweite Punkt, tatsächlich das Thema Technologie. Die Jugend ist heute technikaffin und tatsächlich ist Lok ja Technologie im High-End-Status. Ja? Manchmal zu kompliziert, manchmal schwer interpretierbar, aber im Grundsatz ist es eine Technologie, die junge Leute begeistert. Wie schaffen wir es über Technologie, die Lokführerausbildung eben so interessant zu gestalten, dass die künftigen Talente begeistert sind, diese Technologie zu bedienen, zu fahren und damit auch ihr Berufsleben zu gestalten? Also ich muss dazu sagen, ich habe keine technische Vorbildung gehabt. Ich bin ein Schreibtischstädter gewesen mein Leben lang, habe den Bleistift und den Kugelschreiber geschwungen und später dann mit zwei Fingern auf der Tastatur rumgeklopft. Also eine technische Ausbildung war dazu nicht unbedingt erforderlich. Und ich fand auch, dass die Ausbildungsräumlichkeiten und Einrichtungen in der Schule, wo ich es gelernt habe, ausgesprochen gut waren und der Putz nicht von der Decke gefallen ist. Was ich allerdings bemängeln möchte, und das grundsätzlich, der inhaltliche Stoff, der vermittelt wird, der ist manchmal ein bisschen sehr altbacken und der könnte mal general überholt werden. Da frage ich gleich mal bei dir nach, denn du bist ja jetzt auch in der Ausbildung. Das heißt, du unterrichtest genau diesen stinklangweiligen Kram oder hast unterrichtet. Also erzähl uns mal, wie läuft das dann ab? Also das sind wirklich dann Multiple Choice und... Ja, das gab es natürlich dann. Die Ausbildung wurde schon modernisiert. Es gab natürlich Simulatoren, es gab Beamer am Anfang und jetzt gibt es Touchscreens und es gibt PowerPoint und es gibt Videos. Aber da kann man noch viel tun. Ich bin allerdings auch der Meinung, dass Praxis immer eine Komponente sein muss, die dazugehört. Denn viele Dinge, die man dann in der Theorie dort an der Tafel sieht, wenn man da draußen vor so einem Waggon steht oder auf so eine Lok klettert, das ist ganz was anderes. Und da kam also auch oft der Effekt bei den Teilnehmern, wenn sie dann so eine Lok geentert haben, boah, so habe ich mir das ja nicht vorgestellt. Mann, ist das ein Ding, ja. Und da wurde dann auch so ein bisschen die Motivation nochmal gekickt. Und das kann man, glaube ich, von Anfang an machen. Zu Beginn der Ausbildung, also zu meiner Ausbildung, hat man noch Schnupperfahrten gemacht. Da sind die Azubis in den ersten 4 Wochen oder in den ersten 3 Monaten 2-mal unterwegs gewesen mit einem Lokführer und konnten Schnupperfahrten machen, um sich das einfach mal draußen anzugucken. Das macht man heute nicht mehr, weil es zu viel kostet. Oder auch wegen Corona. Ja, das muss man wieder machen. Ja, Fahrzeuge gab es schon da. Also das ist ja egal, welches Fahrzeug das ist. Der muss ja nur einfach draußen mal rumfahren. Vor allen Dingen, das Wichtige ist auch, man muss einfach jetzt auch irgendwann mal was machen. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man mit den Unternehmen spricht, das ist so eine akademische Diskussion, die dann irgendwie, ja, Klimawandel, vielleicht denken die auch insgeheim, dass, oder Klima, demografischer Wandel, tatsächlich derselbe Effekt. Das erlebe ich eh nicht mehr, da bin ich dann auch schon in Rente und deswegen muss ich jetzt hier nicht mehr ran. Nee, man muss viel Geld in die Hand nehmen, wenn man jetzt durch Berlin guckt, überall steht Handwerk, wir suchen Handwerk und so weiter. Meines Erachtens auch 10 Jahre zu spät, aber immerhin fangen die jetzt an. Und hier ist genau das Gleiche. Kommunikation, der Wandel wird dauern und die Leute muss man so früh wie möglich reinholen. Aber das Schlimmste, was man eben jetzt machen kann, ist das Gleiche wie in den letzten 10, 20 Jahren, nämlich relativ wenig. Und das muss in die Köpfe rein, damit diese Veränderung endlich losgeht. Ich halte ganz bewusst mal gegen, weil bitte lasst uns nicht wieder die Hinterherläufer sein. Ja? Für die Poster sind wir zu spät. Die lassen wir jetzt einfach mal aus. So.
vielleicht gehen wir einfach weiter nach vorne und Empfehlungsmarketing funktioniert eigentlich in der Regel für jeden Beruf. Wenn der Beruf inhaltlich vom Ausbildungsweg und vom Inhalt gut ist, dann passt es. Ich habe was Tolles begleitet mit LAT bei der BVG. Wir haben die Streckenkenntnisse digitalisiert, also diese Fahrten, die wir in der Regel bei der Tram dann immer wieder machen, um die Strecken besser kennenzulernen. Haben wir mittlerweile datenschutzkonform in eine App gebracht, damit die Fahrer sich die auch zu Hause anschauen können. Ich sage ganz bewusst auch, weil ich bin dabei, die Praxis ersetzt nichts, aber es sind manchmal solche kleine Dinge, die deren Arbeitsablauf einfacher gestalten. Und wenn ich mir das vorher angeguckt habe, da haben die 14 Wochen auf eine Schulungsfahrt gewartet, jetzt können sie es abrufen in ihrer eigenen Zeit und gleich wieder die neuen Strecken fahren. Also es sind kleine Dinge, die unsere Branche weiterbringen. Also einmal würde ich gerne einhaken, klar, wir EVUs müssen mehr in die Ausbildung reingehen, das ist schon so, aber man muss sich auch vor Augen halten, die kleineren privatwirtschaftlichen EVUs müssen das kostenmäßig erstmal stemmen können. Das ist ein enormer Kraftakt, also für uns ist das schon wirklich, da müssen wir sehr, sehr viel rechnen, ob wir uns das leisten können. Und man muss auch bedenken, der Auszubildende, nicht wie in den anderen Branchen, den man ja schon punktuell einsetzen kann, der Lokführer wird erst eingesetzt, wenn er wirklich fertig ausgebildet ist, genug Streckenkenntnis hat, genug Praxiserfahrung hat, alle seine Prüfungen bestanden hat. Und ja, also wenn ich jetzt von der Schweiz rede, und dann rede ich davon, dass wir Lokführer ausbilden, die schon eine Vorbildung haben, dann reden wir so um die 100.000 Schweizer Franken. Im Moment ist der Kurs günstig, also ist etwa 1:1 wie im Euro, um das umzurechnen, aber das pro Teilnehmer, und ich habe keine Garantie, dass er dann wirklich bei mir bleibt. Und wenn er dann, man kann eine Bindungsklausel in den Vertrag machen, das ist ja schön und gut, aber wir machen uns ja alle untereinander das Leben auch noch schwer. Kommt das nächste EVU, ach ist egal, die paar Franken oder die paar Euro, die zahle ich und ich habe den dann für mich. Und wir haben gar nichts mehr davon. Und da bräuchten wir auch dringend Unterstützung, um das Ganze wirklich aktiv voranzutreiben. Ich bin großer Fan von Ausbildung und finde das zentrale Thema im Moment, absolut. Aber es ist einfach ein finanzieller Kraftakt. Also ich finde, man könnte den kleineren Unternehmen das ja erleichtern, indem man so einen Campus macht, wo viele kleine Unternehmen ihre Lokführer ausbilden lassen können. Ja, eine gewisse Stufe, ein gewisses Niveau erreichen und anschließend können sie bei jedem anderen EVU anfangen zu arbeiten. Dann sind die Kosten schon mal geteilt. Zu der Größenordnung finde ich 100.000, finde ich vielleicht ein bisschen zu hoch für Deutschland. Da wird es nicht 100.000 kosten, aber 50 bis 60 werden da auf jeden Fall aufgerufen und müssen irgendwie gestemmt werden. Und eben die Sicherheit, dass der Teilnehmer anschließend dann dort bleibt, ist natürlich sehr gering. Und dann kommt noch dazu, selbst finanzieren kann es ja auch keiner. Ja? Wer von denen, die Quereinsteiger sind, Hartz-IV-Empfänger sind, könnte denn so eine Ausbildung finanzieren? Ja, die kann er nur mit Bildungsgutschein finanzieren oder das EVU muss es bezahlen. Und die sorgen dann mit seiner 2- oder 3-Jahres-Klausel, dass er dort bleibt. Aber wenn er keine Lust hat, dann wird er auch wegkommen. Also ich würde ganz gerne einhaken, diese Bildungsgutscheingeschichte, die gibt es ja in Deutschland. Das heißt, dort mit diesem Bildungsgutschein werden Leute, die in der Arbeitslosigkeit sind, wieder ins Arbeitsleben gerufen. Das ist prinzipiell ja auch eine gute Sache, wenn wir nicht ganz viele schwarze Schafe in Deutschland hätten, die ganz platt gesagt den Staat und somit uns allen den Steuerzahler abzocken, indem sie die Bildungsgutscheine kassieren und die Ausbildung dermaßen mangelhaft ist. Und da muss auch unbedingt was passieren. Mir ist gefühlt diese Diskussion viel zu deutschlastig, wenn ich das sagen darf. Ja? Also das ist 60% der Verkehre im Güterverkehr sind heute grenzüberschreitend. Und wo wir überhaupt nicht vorwärts kommen, ist bei der Europäisierung der Ausbildung des Triebfahrzeugführers. Wir könnten viel mehr den europäischen Arbeitsmarkt nutzen und viel mehr Ressourcen erschließen, wenn wir von dieser nationalen Kleinstaaterei bei den Regeln der Ausbildung
abweichen würden und das stärker fokussieren würden, zentralisieren würden und vereinheitlichen würden. Aber das fängt ja schon an bei dem Thema Sprache. Also dass tatsächlich also ein Lokführer, wenn er über die Grenze fährt, anders als ein Pilot, der also vielleicht Englisch sprechen muss, insgesamt auf der ganzen Welt, darauf hat man sich geeinigt, muss also ein Lokführer in jedem Land die Sprache sprechen, die örtliche Sprache. Ich meine, das erschwert ja wirklich alles, auch in Europa. Und warum kann das nicht geändert werden? Was gibt es denn da für technische Möglichkeiten, wenn man bei Siemens ansetzen? Ich würde vielleicht die Frage mal eingangs beantworten. Man hat ja schon in den vergangenen Jahrzehnten versucht, auf europäischer Ebene die englische Sprache als Einheitssprache für Lokführer durchzusetzen. Das ist bis heute nicht mehrheitsfähig gewesen in der Europäischen Union. Das gilt aber eher für meine Generation. Ja, wenn man sich sozusagen unsere junge Generation anguckt, die sind fließend in 2-3 Sprachen in der Regel, hat man ein viel größeres Reservoir an potenziellen Triebfahrzeugführern und Führerinnen für den europäischen Betrieb. Bei den technischen Lösungen gibt es ein Projekt mit der EU, welches sich mit den klassischen Elementen einer KI beschäftigt, also Lautsprecher, wo man in der eigenen Native Language sozusagen Befehle gibt. Das sind ungefähr 1500 Vokabeln im Bahnbetrieb, die auf der anderen Seite in der Netzeinsatzzentrale, in anderen Lokomotiven eben in der Heimatsprache auch übersetzt werden kann. Dieses Projekt gibt es bei der EU und ich habe dort eine große Hoffnung. Das ist übrigens bei uns auch im Haus eine große Diskussion. Ist das gewinnbringend? Hilft das? Ich bin der Meinung, ja, weil man damit einen deutlichen Schritt in Richtung der Europäisierung der Ausbildung für Triebfahrzeugführer gehen kann und viel mehr junge Leute auch begeistern kann. Denn eins ist auch klar, die jungen Leute von heute denken nicht mehr national. Das ist die Denke von gestern. Ja? Junge Leute haben keine Grenzen, möchten international einsatzfähig sein und möchten auch diesen Beruf dazu nutzen, eben durch Europa zu fahren. Das ist ein wirkliches Asset, was wir heute nicht in der Lage sind zu heben. Möchte ich auch noch mal unterstreichen, bevor jetzt wieder die Ja-Aber sagen können. KI ist da, um genutzt zu werden und dieses Translate-Thema ist ein enorm wichtiges. Also bitte nicht hier rausgehen und sagen, wie ändern wir jetzt die Sprache der Lokführer. Das ist totaler Quatsch. Dafür gibt es Google Translate und Co. Und wir müssen da langsam mit der Zukunft gehen, sonst geht die Zukunft mit uns. Ja, das ist richtig, dass wir im Moment sehr, sehr national denken und wir müssen uns da erweitern. Aber wir kriegen es ja noch nicht mal innerhalb unseres Landes hin, einen einheitlichen Ausbildungsstandard hinzubekommen. Und selbst da haken wir schon dran. Und jetzt reden wir davon, dass wir das global vereinheitlichen wollen. Wir müssen erstmal hier einen Standard schaffen, der für alle gleich ist. Und dann können wir weitergehen. Schwierig, dann einheitlichen Standard zu bekommen. Es gibt keine Vorgaben. Also es gibt grobe Vorgaben, was der Lokführer alles können muss. Und die Ausgestaltung obliegt dann dem Eisenbahnverkehrsunternehmen. Was damit genau gemeint ist und wie man den Auszubildenden beibringt. Aber da kann ich doch nochmal vielleicht mir was abgucken aus einer anderen Industrie, vielleicht aus der Luftfahrtindustrie, wo es einheitliche Standards gibt. Ja, das sagt mein Sohn auch, der ist bei der Lufthansa. Der sagt, Papa, du glaubst gar nicht, was wir da für Papier wälzen müssen, bevor wir losfliegen. Da sitzen wir erstmal eine Stunde da vorne drin und machen Häkchen an unseren Checklisten, die in jeder Sprache zur Verfügung stehen und die man sich auch übersetzen lassen kann. Und das fehlt eben bei der Eisenbahn, da gibt es sowas nicht. In einer extrem streng reglementierten Branche, wo uns das Eisenbahnbundesamt sagt, wie jeder Handschritt dokumentiert sein muss, und das Wichtigste kriegen sie nicht hin, dass sie uns da eine einheitliche Vorgabe geben. Das ist ja am Ende auch dann das Frustrierende. Ne? Also wenn man auch in die anderen Branchen guckt, die Lösungen sind ja teilweise da. Ja, und die funktionieren ja auch. Klar, das Demografieproblem wird man an sich nicht lösen, weil da sind wir 30 Jahre zu spät wahrscheinlich. Aber die technischen Möglichkeiten sind da, die regulatorischen Möglichkeiten sind da. Man muss sich halt nicht zu langsam irgendwann mal bewegen. Vielleicht laufen ja auch genug Vorstände rum. Ich glaube, wenn die mal bei den gewissen Regierungen mal anklopfen, mit einem gewissen Druck geht da vielleicht ein bisschen mehr, weil sonst, wir haben die Statistiken gesehen, in 5 bis 10 Jahren ist, ja, dann ist hier vorbei. Ich habe immer so einen schönen Blick rüber da zur digitalen Schiene und technische Möglichkeiten ist ja gerne mein Stichwort, um auch mal darüber zu reden, dass wir auf dem Gleis schon autonom fahren können. Ich bringe es ganz bewusst zum Thema, weil wir die Lokführer trotzdem brauchen werden. Deswegen macht bitte nicht den Fehler und denkt, geil, dann fährt der Zug alleine. Einer soll sich ja um die Fahrgäste kümmern. Aber ich glaube, das Zusammenspiel Technik und Mensch, das können wir auf jeden Fall auch mit kleinen, schnellen Lösungen hier mal deutlich verbessern. Die Frage ist, wer setzt sich den Hut auf? Wer übernimmt die Verantwortung? Ist einer vom Eisenbahnbundesamt hier?
Ich frage mal so provokativ, weil wir sind in der Branche super gut, uns auf ein Podium zu stellen. Jeder hat tolle Ideen, dann gehen wir alle nach Hause, das war's. In 4 Jahren stehen wir wieder hier, in 2 sogar, und sagen, oh Mensch, hier mit der Ausbildung hat sich ja noch nichts verändert. Also wer nimmt den Hut auf bei dieser Diskussion? Ja, ich würde da auch noch mal gerne sagen, es hat schon so ein bisschen Einzug gehalten. Also es gibt schon so kleine Apps für die Lokführer auf ihrem Smartphone. Zum Beispiel eine Abfahr-App, da muss er dann ein paar Häkchen machen, dass die notwendigen Sachen zur Abfahrt tatsächlich auch gemacht worden sind. Oder wenn er eine Zwangsbremsung bekommen hat, muss er auch so eine kleine App ausfüllen, welcher Zug, an welcher Stelle, mit welchem Fahrdienstleiter, welcher Genehmigungscode ihm da gegeben worden ist. Aber das macht eben jeder nach Gusto. Da gibt es nichts Einheitliches. Es muss aber gemacht werden und dokumentiert werden, weil 2 Jahre später kommt das EBA und macht eine Prüfung und dann fehlen die Sachen und dann gibt es großen Ärger. Ja, ich würde jetzt tatsächlich da an der Stelle mal eine Lanze fürs EBA brechen. Ne? Das klingt hier so ein bisschen wie das EBA. Wir haben in Deutschland über die letzten Jahrzehnte ein sehr gutes, sicherheitsrelevantes System für die Ausbildung von Lokführern aufgebaut. Full stop. Ja, das ist etwas, was sozusagen die Sicherheit bei uns in dem Sektor deutlich erhöht hat. Ich glaube, was fehlt, ist jetzt der nächste Schritt. Diese Regularien, die auf einem Stand von Technologie, von Betrieb fußen, die im Prinzip 20, 30 Jahre alt sind, auf die Neuzeit anzuheben. Also auch technologische Lösungen zuzulassen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war 1,5 Jahre in Polen für einen Verkehrsbetrieb, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, zuständig. In Polen hat die Aufsichtsbehörde akzeptiert, dass ein mobiler Fahrsimulator auf einem LKW durchs Land fährt und die Ausbildung der Lokführer vornimmt. Das heißt, man hat das akzeptiert und zertifiziert, dass ein Lokführer im Prinzip 12 Stunden auf einem solchen Fahrsimulator unter Beweis stellt, dass seine Ausbildungsfähigkeiten nach wie vor erhalten sind, ähnlich einer Fahrsimulatorprüfung im Flugzeugbereich. Und damit kriegt er sozusagen die Bestätigung, dass er für einen bestimmten Zeitraum, 1 oder 2 Jahre, wieder qualifiziert ist, im polnischen Netz eingesetzt zu werden. Ganz offen, das gibt es bei uns in Deutschland nicht. Ja, eine solche Akzeptanz von neuen Technologien, von mobilen Technologien, die sozusagen die Ausbildung erleichtern, gibt es hier nicht. Und ich frage mich, komme jetzt wieder auf mein Lieblingsthema zurück, warum wir im europäischen Kontext nicht in der Lage sind, solche Lösungen auch auszutauschen. Wenn es die eine Aufsichtsbehörde akzeptiert und das europäische Sicherheitslevel damit erreicht, warum kann es eigentlich die andere Behörde nicht akzeptieren und warum tauscht man sich zwischen den Nationalstaaten und den Aufsichtsbehörden nicht auf? Das ist keine Beschwerde in Richtung EBA, um Gottes Willen. Die machen einen wirklich exzellenten Job. Da hätte ich jetzt noch nicht mal den leisesten Hauch einer Kritik. Aber ich glaube, wir müssen sozusagen die Modernisierung der Ausbildungsrichtlinien, die Modernisierung der Vorschriften, die Anpassung auf das heute technologische Niveau deutlich treiben und das auf europäischer Ebene. Also eigentlich habe ich schon viele Kritikpunkte, was das EBA angeht, aber das wäre dann vielleicht eine andere Diskussion. Diese Fahrsimulatoren werden ja durchaus in der Ausbildung hier eingesetzt. Also fast, oder ich denke, jede Schule hat die. Und jeder Lokführer, bevor er dann tatsächlich mal in den Führerstand kommt, wird auf dem Fahrsimulator seine Praxis erlangt haben. Aber das ist eben nicht das, was sie fordern und was meiner Meinung nach auch sie brauchen, weil sie brauchen die Praxis im Führerstand, auf der Schiene und da lernen sie am meisten. Ich bin sicherlich Streckenkunde per Video, um das zu erhalten, ist das sicherlich ein guter Weg, aber sicherlich nicht für einen jungen, unerfahrenen Lokführer, der muss draußen das Ganze auf der Strecke sehen oder um das Ganze nochmal aufzufrischen. Auch die Simulatoren werden eingesetzt, um eine Überprüfung der Fähigkeiten, die ja in regelmäßigen Abständen bei den Lokführern anstehen, setzt mittlerweile, glaube ich, auch jeder die Simulatoren ein. Also sie sind im Einsatz, aber ich glaube nicht, dass das unser Hauptthema ist. Sabine, das ist genau die Frage, die sich natürlich auch einem Externen stellt, der sich das Ganze anguckt. Und geht ja genau darum, um die Grenzen auch letztendlich der Digitalisierung, um die Grenzen der Technik. Also wenn du dir jetzt überlegst, so eine Ausbildung, also wie viel Praxis braucht es, wie viel auch wirklich, sagen wir mal, zwischenmenschlichen Kontakt braucht es, was kann man alles am Computer erledigen und wo sind dann auch die Grenzen? Das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, denn natürlich ist es günstiger, das Ganze digital zu machen. Natürlich können wir da Einsparungen haben, können das Ganze über alle Ländergrenzen hinweg machen, aber muss man sich nicht doch auch noch mal persönlich treffen und praktisch miteinander arbeiten? Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig und auch dieses Gefühl dann draußen zu bekommen bei den Kollegen, die die Ausbildung machen,
dass da ein Zusammenhalt ist, dass da jeder jedem hilft, dass man sozusagen eine eingeschworene Gemeinschaft ist und niemanden da zurücklässt oder im Stich lässt. Das ist eine sehr, sehr gute Erfahrung, wenn man dann unterwegs ist während der Ausbildung in der Praxis. Es ist ja auch so, dass es so schwierig ist, die Lokführer, die den ganzen Tag unterwegs sind und manchmal tagelang unterwegs sind, zusammenzubekommen. Und für uns ist das häufig die einzige Möglichkeit der RFU, der jährlich stattfindet, dass man den wenigstens in Präsenz macht, damit man sich nochmal sieht und damit man nochmal ein bisschen das soziale Gefüge stärken kann. Die Lokführer sind einsam da draußen unterwegs und sie brauchen auch ein bisschen diese Nestwärme, die ein Unternehmen geben kann. Das gilt ja wahrscheinlich für alle Branchen, also für all diejenigen, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Larissa, deshalb, ihr habt ja diesen Versuch, dass ihr wirklich oder diese App gestaltet, dass jetzt also jeder von zu Hause und wo auch immer er ist, lernen kann. Aber siehst du auch die Grenzen des Ganzen? Genau, das muss man auch differenzieren. Also was wir gemeinsam mit der BVG und Brighter AI, das ist ein KI-Startup, entwickelt haben, ist eine Schulungs-App für Streckenkenntnisse. Und das ist wirklich differenziert, weil das ja Fahrer sind, die auch schon die Praxis erlebt haben und in der App für den Stadtbereich ihre Streckenkenntnisse auffrischen, bevor sie eine bestimmte Straßenbahnlinie fahren. Ich glaube, das kann sehr wohl digital abgebildet werden, weil die kommen aus der Praxis, die gehen nur von der Tramlinie 8 zur Tramlinie 9 und müssen die Strecke einmal vorher prüfen und durchfahren. Wer sich das gerne anschauen kann, das sprengt hier den Rahmen. Ich glaube, morgen gibt es eine detaillierte Diskussion dazu, auch auf dieser Bühne. Ich würde gerne gleich die Diskussion öffnen für alle hier bei uns auf der InnoTrans, die jetzt also mitmachen können und uns auch Fragen stellen, hier unser Panel befragen. Aber bis dahin würde ich gerne so eine kleine Abschlussrunde machen und mal eure ideale Ausbildung, die so in 10 Jahren wirklich dann fertig gestrickt ist und angewendet wird, wie sähe die tatsächlich aus? Ich fange mal bei dir an, Sabine, und wir gehen mal einmal reihum und überlegt euch bitte schon Fragen, denn ihr seid gleich mit dabei. Wir haben in Deutschland im Handwerk und in den kaufmännischen Berufen die duale Ausbildung. Die ist weltweit extrem gut anerkannt. Leider fehlt uns in Deutschland ein bisschen mittlerweile die Anerkennung dafür, weil wir alle nach den Studienabschlüssen schielen. Und ich glaube, so eine duale Ausbildung auch im Bereich Lokführer wäre sehr gut. Wir können die Theorie und die Praxis zusammen kombinieren und nicht erst monatelang Theorie büffeln, bis dann irgendwann die Praxis kommt, sondern dass man eine Woche Theorie, ein paar Tage fahren, dass man das abwechselnd macht, dass man besser kombiniert. Und so lernt der zukünftige Lokführer auch viel mehr den Praxisbezug und die Begeisterung und das, was er da theoretisch und trocken lernt, was mache ich damit draußen auf der Schiene. Genau, und über Standards hatten wir ja auch schon relativ viel gesprochen. Und du sagtest auch nochmal, wie hält man denn dann die Mitarbeiter am Ende? Und da dieser persönliche Kontakt, also man kann halt nicht sich zu Tode digitalisieren, auch wenn man die Sicherheitsstandards alle halten könnte in einer komplett digitalen Ausbildung. Unternehmensfarben werden immer beliebiger und immer unwichtiger für die Generation, die jetzt hochkommt. Das ist Fakt. Und nichts ersetzt den persönlichen Kontakt, den persönlichen Austausch mit seinen Kollegen, mit seinen Führungskräften. Und das muss natürlich immer noch weitergegeben sein, sonst wird es kommen, wie du sagst, dann gehen die halt zu einem EVU weiter, was dann vielleicht 500 € mehr bezahlt oder so. Und das passiert nicht, wenn eben ein ordentliches Organisationsgefüge da ist mit Menschen, die man auch vertraut. Ich finde die Idee der dualen Ausbildung tatsächlich sehr gut, weil es geht nichts über Praxiserfahrung. Das ist so. Solche Modelle helfen. Übrigens, ich komme jetzt wieder im europäischen Kontext. Wenn man mir die Frage stellt, wie sieht die Ausbildung in 10 Jahren aus, dann gibt es genau diese europäischen Ausbildungsstandards. Und wir reden über Generation Digital. Ja, also man kann jetzt sagen, wir möchten nicht alles digitalisieren, da wird uns einfach die Realität überholen, weil die junge Generation genau damit aufgewachsen ist und das eben halt auch in der Ausbildung erwartet. Mobile Fahrsimulatoren, es gibt natürlich stationäre, aber mobile Fahrsimulatoren, die Ausbildung zu den Menschen bringen, ja, und die auch sozusagen die Standards in Europa vereinheitlichen, das wäre meine Antwort. Und wenn wir mal ins Zukunftsglas gucken, die Lokomotive als solches oder das Triebfahrzeug oder der Zug wird ja immer digitaler. Ja? Es sind tatsächlich spannende Berufe, spannende Dinge, womit man sich sozusagen auf der technologieaffinen Seite beschäftigen kann. Und ich glaube, das sollte viel stärker eingebunden werden. Und jetzt kommt der spannende Teil in
Deutschland, aber auch in Europa. Wir müssen davon wegkommen, dass wir immer oben neue Vorschriften in der Ausbildung platzieren, aber unten die alten nicht wegnehmen. Weil dann wird es einfach mehr, es wird unübersichtlich und genau da möchten wir hin. Wir müssen also sozusagen diese Vorschriften in der Ausbildung anpassen an das moderne Technologieniveau, an das, was sozusagen die Klientel auch leisten kann. Du hattest ja vorhin schon den Umfang einer Ausbildung angesprochen. Und ich glaube, das kann man zusammenfassen unter der Überschrift Eintrittshürden absenken. Kann ich super drauf aufbauen. Ich würde sagen, zurück zu Technik, die begeistert. Bitte, bitte weniger Schreibkram. Wir bilden auch keine Bibliothekarinnen aus. Ja, das haben wir in der Ausbildung irgendwo vergessen. Sondern stärken, raus zur Praxis und die bitte sehr gut ergänzt durch technische Hilfsmittel, weil in einem so mobilen Endgerät kann man einfach viel abbilden und wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir von jedem Aufsatz mit Stift und Papier einfordern. Die sollen ja eins die Lok fahren und nicht die Lok beschreiben. Also ich denke auch, es könnte moderner, in Klammern digitaler werden, es könnte einheitlicher werden, übersichtlicher und es könnte internationaler werden. Sehr schön, diese Statements hier. Und jetzt seid ihr dran. Ich gucke mal gerade, ob wir ein Mikro rumgeben, damit wir euch auch hören können. Und jetzt brauchen wir eine Eisbrecherfrage. Wer traut sich? Das ist immer das Schwierigste am Anfang. Ah ja. Dankeschön für die Vorstellung. Es ist vorhin ein Stichwort gefallen, demografischer Wandel. Demografischer Wandel heißt, dass wir 2030 zu viel Arbeit für zu wenig Schultern haben. Und alles, was ich jetzt gehört habe, geht für mich in die Richtung, wie schaffen wir es, dass wir im Vergleich zu anderen Branchen wettbewerbsfähig bleiben. Das Gap, zu viel Arbeit für zu wenig Schultern, beheben wir damit doch eigentlich nicht. Also, ich weiß, wir haben zu viel Arbeit für zu wenig Schultern. Das heißt, wenn wir jetzt die Ausbildung modernisieren, nehmen wir im Prinzip den Handwerkern, die ja darauf hoffen, dass sie Leute von uns kriegen, genau diese Leute weg. Also wir werden dieses Gap vermutlich nicht kleiner machen. Das ist doch eigentlich unsere Aufgabe, dass wir versuchen müssen, mehr Leute als heute für unsere Branche zu begeistern. Ich bringe ganz bewusst jetzt mal ein Beispiel aus einer anderen Branche mit. Und zwar darf ich im Aufsichtsrat der Wasserbetriebe sitzen und die haben die Kanalsanierer. Kennt ihr die? Die wühlen richtig in der Scheiße. Ist kein schöner Beruf, sage ich ganz ehrlich. Denen fehlen nicht die Leute. Die haben eine Sache erkannt, die haben Robotik in diesen ganzen Bereich gebracht. Wer mal so neben so einem Kanaldeckel steht, ruhig mal reingucken, wenn da was reingeht. Die haben Roboter. Die Roboter sanieren diese Schächte, also die Kanäle und die prüfen die auch. Und dieser Job ist dadurch so attraktiv geworden, weil jeder möchte mit dem Roboter arbeiten. Ja, und das ist einfach sowas, das da sollten wir mal abgucken. Es gibt Berufe, die sind weitaus härter und schlimmer als den wir hier zu bieten haben. Wir müssen nur raus aus der Steinzeit. Ja, und das Gap wird man nicht lösen. Punkt. Ja, aber wir sehen ja, wir haben draußen die DRK, wir haben automatische Abdrücklok und so weiter und so fort. Die Innovationen sind ja da, die müssen jetzt natürlich sehr schnell umgesetzt werden, um das Gap, was entstehen wird, so klein wie möglich zu machen. Aber dass das da ist, das kommt. Ohne Frage, das wird so sein. Ich glaube, das Beispiel war perfekt, ehrlicherweise. Da freue ich mich sehr drüber. Weil de facto gehen Sie ja in Ihrer Frage davon aus, dass der Bedarf immer konstant bleiben wird. In dem Maße, wie wir automatisieren, digitalisieren, ja, würde ich sagen, dass sozusagen die Arbeit nicht auf den gleichen Schultern verteilt bleibt, sondern im Grundsatz mehr Arbeit geschultert werden kann. Und insofern ist ein großer Teil der Antwort wirklich das Thema Automatisierung, Digitalisierung, Anhebung der Ausbildung auf ein Niveau, was die Eintrittshürden für alle einfach gestaltet und den Job als solches interessant macht. Dieses Beispiel war perfekt. Ich möchte mal bewusst einen Schritt, ein anderes Stichwort als Digitalisierung bringen. Wir kommen aus der Beratung für Digitalisierung und ich stelle fest, die jungen Leute, die sich bei uns bewerben, für die ist das gesetzt. Also ich sage nicht die Generation Digitalisierung, sondern ich glaube die Generation Nachhaltigkeit. Alle jungen Leute fragen uns, was habt ihr zum Thema Nachhaltigkeit zu sagen? Das heißt nicht, dass die Digitalisierungsprobleme alle gelöst werden. Das müssen wir tun in der Bahnbranche. Aber ich würde gerne die Frage in die Runde richten. Was können wir vielleicht tun, ob diesen Purpose, nach dem viele junge Leute fragen, nach dem Sinn,
und die werden das Unternehmen nach ein, zwei Jahren verlassen, wenn der Purpose nicht stimmt. Digitalisierung finden die überall. Wenn man es gut macht, hoffentlich auch bei den Bahnen. Da ist man dann ja natürlich auch wieder an dem Punkt, wo man mit den Menschen zusammenarbeitet. Also wo man nicht nur denen einen Rechner vorsetzt und sagt, hier guck mal, das ist unser Nachhaltigkeitsaspekt, sondern das wirklich auch miteinander zu leben. Gibt es da Ansätze von euch? Naja, ich denke, dass da zum Beispiel in der Antriebstechnik ja neue Techniken zu entdecken sind und zu erlernen sind, die dann auch demjenigen, der sie bedient, irgendwie vor Augen führen, da tue ich was für die Nachhaltigkeit. Ja, dass man sich da nicht gegen wehrt, sondern offen ist dafür und da mitmacht und das mit ausprobiert und testet und nachher auch umsetzt. Möglicherweise erreicht man eben auch ganz andere Menschen, wenn man dieses Thema auch, wir hatten ja über Marketing auch gesprochen, wie bringen wir diese Jobs den Leuten näher? Also möglicherweise schafft man das eben auch, wenn man diesen Nachhaltigkeitsaspekt der Bahn, wir sollen ja alle umsteigen auf die Bahn, das Frachtaufkommen soll auf die Schiene verlegt werden. Also all diese Aspekte haben ja diesen großen Nachhaltigkeitsgedanken eben mit drin. Ja, und wenn du halt nach Purpose fragst, ich meine, der Text schreibt sich ja selber für unsere Branche. Ja, also das meinte ich vorhin mit dem, ja lass uns doch einfach mal machen. Du hast natürlich völlig recht, ob man nur Plakate, das muss man jetzt nicht machen, aber es einfach mal machen, nichts machen, bringt halt auch nichts. Und es ist ein geiles Produkt, es ist eine geile Branche, man kann hier verdammt viel machen, verdammt viel verändern, gerade in Richtung Nachhaltigkeit, aber da muss man halt auch mal aus dem Labern raus und sagen, los, machen. Ne, der Twitter-Account von der DB Cargo, da falle ich jeden Morgen vom Stuhl, wenn ich das lese. Und da kann man sicherlich wesentlich mehr machen, als jetzt der Fall ist. Die InnoTrans hat gar keinen Instagram-Account. Wusstet ihr das? Die Messe Berlin übrigens auch nicht. Geile Branche, in der wir sind. Und TikTok fange ich gar nicht erst mit an. So, wer hat noch Fragen? Vielleicht die jungen Leute hier bei uns auch. Also würdet ihr euch für eine Ausbildung interessieren? Ihr seid wahrscheinlich schon ausgebildet. Schon ausgebildet. Aber sonst würde ich die Zeit nutzen. Mir ist eine Sache aufgefallen, die tut jetzt ein bisschen weh auf der InnoTrans. Wir haben verdammt oft Lokführer gesagt und da draußen gibt es zwei Zielgruppen. Und das fällt uns auf der Messe ja immer schwer, deswegen habe ich ein bisschen was mitgebracht. Einmal für dich, liebe Carola, ein Woman in Mobility Bändchen. Vielleicht können Sie helfen, es hier anzulegen. Und Ihnen habe ich natürlich auch eins mitgebracht. Im Anschluss gibt es die Veranstaltung Women in Mobility und der ein oder andere Mann wird sich vielleicht fragen, warum gibt es kein Beer for Boys? Ich sage es euch ganz ehrlich, wir trinken hier jeden Tag ein Bier zusammen, aber heute brauchen wir die Vielfalt, auch genau um Lösungen zu finden für unsere Branche. Verschiedene Perspektiven führen immer schneller zu Lösungen und vor allen Dingen schneller zur Umsetzung. In diesem Sinne, ich freue mich schon, ich habe euch Männern auch einen Sticker mitgebracht, alleine schaffen wir es auch nicht. Ja, also dazu kann ich auch nur aus der Erfahrung sagen, bei der Schulung, die ich durchgeführt habe bei den vielen Jahren, waren sehr, sehr wenig Frauen. Ich finde, das ist ein ganz erhebliches Potenzial, was man da heben kann. Da sieht man, die fahren Straßenbahn, die fahren Gelenkomnibusse, die fahren U-Bahn und S-Bahn. Warum fahren die keine Züge oder so wenig? Und da spielt natürlich die Abwesenheit von zu Hause dann zum Teil eine Rolle, die Familie. Und da kann man auch ganz viel tun, dass das besser gestaltet wird. Ich habe auch zwei kleine Kinder. Ich sag euch, was es ist. Ich suche einen Lokführer, spricht mich null an. Ich bin kein Lokführer, ich wäre die Lokführerin. So eklig ist, ich das Gender finde. In dem Fall, wir haben ja drei tolle Beispiele gesehen, aber für mich war keins ein Role Model. Ich muss es so sagen, wie es ist. Auch da müssen wir ein bisschen wach werden. Gut, dann sind wir aber so ein bisschen bei einem anderen Thema, nämlich bei dem Berufsbild der Triebfahrzeugführerin oder des Triebfahrzeugführers. Wie muss das gestaltet werden, um eben den Beruf auch zu öffnen für zum Beispiel Frauen, die halt sozusagen auch eine Doppelbelastung haben im Haushalt und im Beruf? Wie können wir Teilzeitmodelle schaffen, die auch Triebfahrzeugführerinnen attraktiv finden in ihrem Berufsprofil? Und ja, ich bin sehr dankbar, dass du das gesagt hast zu den Women in Mobility. Ehrlicherweise ist das für uns ein Riesenpotenzial. Ich glaube, ehrlicherweise, diese tradierten Rollenbilder, dass Frauen sich nicht für Technik interessieren, das ist ehrlicherweise alles Unsinn. Ja? Also ich habe so viele begeisterte Frauen erlebt, die sich mit Technologie auch für unsere Branche, für verschiedene Berufsbilder, unter anderem auch für die der Triebfahrzeugführerin begeistern, dass ich glaube, wir können da sehr viel mehr machen in der aktiven Gestaltung der Berufsprofile. Vor allen Dingen braucht es hier ganz taffe Mädels, weil es ist einfach, man muss das so sagen, es ist schwierig, sich in dieser Männerdomäne zu behaupten. Und ich würde das mal aus eigener Erfahrung sagen, ich habe in Deutschland
ein ganzes Team voller Männer gehabt. Ich war die einzige Frau. In der Schweiz sieht es fast ähnlich aus. Und es wird einem das Leben als Frau unter den ganzen Männern nicht wirklich leicht gemacht. Und wir brauchen taffe Mädels, die den Kampf mit den Männern da draußen aufnehmen. Weil eigentlich freuen sie sich alle, wenn da auch noch ein paar Mädels rumspringen. Ein Teil für die, weil ich weiß, hier sind 90% Männer, ne? Wir können jetzt sagen, die Frauen nach vorne findet ihr alle voll geil. Also seien wir mal realistisch, aber ein Teil, den Sie angesprochen haben, der ist für uns alle wichtig und vor allen Dingen für die jungen Leute, flexible Arbeitszeiten. Wir müssen raus aus unserem Trott und bei den Lokführern ist es ja ganz extrem. Alle jungen Leute, mit denen ich spreche, fragen mich nach Vereinbarkeit. Ist nicht ein reines Frauenthema. Wir haben alle einen Bedarf auf Freizeit, Familienzeit. Es gehört zum Leben dazu. Und in unserer Branche wird es immer gern so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Steht uns nicht sehr gut. Eine Frage nehmen wir noch mit dazu. Dann läuft uns nämlich schon die Zeit davon. Bitte. Dankeschön. Also ich wollte auch noch mal gerne auf den Aspekt des Marketings eingehen, damit auch einhergehend von Role Models etc. Also das ist wichtig. Ich meine, wir gendern ja jetzt sowieso schon in allen Ausschreibungen, müssen wir Männer, Frauen und diverse Menschen ansprechen. Aber was halt mir fehlt, ist wirklich das Marketing in dem Bereich, also den Beruf sexy zu machen. Für jedes Geschlecht, sage ich jetzt mal, gerade wenn man es vergleicht mit Piloten. Also wenn man den Beruf des Piloten im Sinn hat, dann ist es fast für jeden irgendwie sexy, die Uniform, man ist unterwegs, man ist international angesehen und gerade, dass Triebfahrzeugführer, Lokführer auch international auf der Schiene unterwegs sind, ist, glaube ich, nicht verankert in den Köpfen der Leute, gerade in der jungen Generation, wie cool das eben auch sein kann, wenn man auch europaweit unterwegs sein darf und dann entsprechend auch seiner Reiselust nachkommen kann. Na, das ist doch wunderbar. Dann haben wir noch eine schöne, knackige Schlussrunde, in der ich euch jetzt alle mal bitten würde, mir kurz nur in einem Satz zu sagen, wie wird der Job sexy? Wie ist der Claim dafür? Was fällt euch zu dem Thema ein? Wie machen wir es sexy ab morgen? Stern und Streifen. Stern und Streifen. Ergänzt sich gern durch Apps und Robotik und KI. Europäisch, digital, weiblich. Ein Umdenken und eine Akzeptanz, dass ein grundsätzliches Thema, wir haben alle einen Job. Jeder Job ist anerkennenswert und lobenswert, egal was man tut. Und jeder verdient die Anerkennung dafür. Der Lokführer genauso wie die Putzfrau. Und das ist leider in den Köpfen nicht verankert. Ja, nach dem, was man heute gehört hat, eigentlich einfach mal machen. Und damit sind wir nämlich dann am Ende unserer heutigen Rail Talks angekommen. Eine wunderbare Runde. Ich danke euch, dass ihr hier bei mir auf dem Podium wart. Ich danke natürlich euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch alle, die das jetzt hier im Internet sehen. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Rail Talks wieder. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag hier auf der Messe oder dann, wo immer ihr uns seht. Bis dann. Bye, bye. Gut, wir haben noch 2 Minuten. Zeitbedarf für eine ganz kurze Abschlussmoderation. Wer Rail Talks kennt, der weiß, dass natürlich kein Panelist nach Hause geht ohne ein klassisches Geschenk. Mit Geschenkpaket würde ich fast sagen. Das verteilen wir gerne nochmal schnell und an alle Panelisten und Panelistinnen. Carola hat eigentlich schon alles gesagt. Ne? Vielen, vielen Dank für die Diskussion. Ich hoffe, dass die Akustik funktioniert hat noch, also dass man noch ein bisschen folgen konnte. Aber wir haben schon gesagt, wir haben natürlich auch aufgezeichnet und werden das Video auch bei YouTube wieder bereitstellen, wie immer. Das heißt, wer das jetzt nicht ganz verfolgt hat oder vielleicht auch ein bisschen zu spät gekommen ist, kann sich das spätestens einigen Tagen auch noch online in der ganzen Länge angucken. Ich werde es auch nochmal machen. Ich habe auch eben nicht alles verstanden, aber ich habe schon gefühlt, es war eine spannende Diskussion mit vielen Punkten, auf denen man auch aufsetzen kann. Und deswegen super vielen Dank hier in die Runde. Danke an die Partner, die das auch ermöglichen, also die 28 Unternehmen, die Rail Talks jetzt schon unterstützen. Wer da auch Interesse dran hat oder wer sich noch ein bisschen weiter informieren will, ist auch herzlich eingeladen. Unser Stand ist zum Beispiel jetzt genau 10 Meter weiter drüben. Wir freuen uns auf den Besuch. Und es geht natürlich auch mit Rail Talks weiter. Und zwar Mitte November, ich gucke Katrin an, Mitte November. Und mit dem Thema Infrastruktur und Kapazitätsmanagement. Wir suchen gerade noch einen knackigen Titel. Aber ich glaube, das ist auch was, wo es massiven Diskussionsbedarf gibt. Also, vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.